Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Ich bin heute ein bisschen leiser, weil ja, bin ein bisschen angekratzt in Stimme und Gesundheit. Deshalb, ja, halte ich mich heute ein bisschen zurück, aber heute geht's weiter auf dieser Route 4. Zwergi, ich habe den Tag dabei gesehen, an dem du endlich den Käferhorn in deinen Händen hältst. Wie wäre es also nun mit deinem Kampf? Herauszufinden, wer von uns beiden der stärkere Trainer ist. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, dass ich mich heute nicht so sehr in die Dialoge reinschmeiße. Wie sonst immer. Ja, da haben wir schon ein bisschen gut. Ja, bin natürlich noch angeschlagen von dem Kampf gegen Bell. Also naja, nicht wirklich. Ein bisschen. Hab ja nur mit Ben gekämpft. Ich hätte trotzdem irgendwie zu einem Pokémon Center gehen sollen. Naja. Gut. Ganz so fertig ist es auch noch nicht. Kann ja einen Trank einsetzen und dann jetzt auch wieder. Oha, ein Zwotronin. Ein Wasser-Pokémon. Muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ein Supertank. Wird es einen Supertank bringen? Wir versuchen es mal. Auwei. Das war ein Fehler. Ein Supertank bringt nichts. Ich muss mit einem Hypertrank versuchen. Hypertrank! So, der bringt aber was, oder? Ja. Kann man so sagen. Was zum Henker? Glaube ich gerade nicht. Und ich habe nur noch Lutz. Max ist auch schon besiegt worden. Ist ja ein Pflanzen-Pokémon. Den kann ich nehmen. Ein Rankenhieb könnte eventuell was bringen. Leber habe ich noch keine, oder? Nach dem dritten Orden. Ich glaube noch nicht, der ist noch keine zu kaufen. Und das ist schlecht. Beginnt der Part. Beginnt der Part schon mal ordentlich. Ja. Kann man wirklich so sagen. Ja. Ein geiler Einstieg. Eisklinge. Was soll denn der Mist? Ein Rankenhieb. So gut wie K.O. Mich auch. Oha. Ein KP noch. Ein KP. Ich muss etwas einsetzen. Ich nehme einen Supertank. Vielleicht geht's ja hier. Zack, Supertank. Na, wird's was bringen? Yep. Und bringt was. Kriege, was ist das für eine Schokoladenattacke? Ja, stirb. Verreckt Zwotronin. Okay, das war's für mich. Ich komme wieder, wenn mein Team wieder geheilt ist. Joa. Halt, ich muss noch mal kurz zurück.
Mal gucken, was die so an Tränken und Heilmitteln haben. Heilmittelchen. Oh, Beleber. Ich kann Beleber kaufen. Ja, kauf mir doch gleich mal ein paar. Gleich mal 5 auf Vorrat. Obwohl wir nur 13 Mitglieder haben. Schaden kann's nicht. Hypertrank. Haben wir zwar schon 1? Nee, ich habe 0 Stück. Und dann ordentlich zu lang hier. Vielleicht 10 von der Sorte kaufen. So. Danke, das war's. So. Und weil ihr jetzt auf die Route zugesagt, auf Route 4, durch die Wüste Richtung. Ja, in welche Richtung weiß ich gar nicht. Wir gehen einfach, wir trampeln einfach so mal ein bisschen durch die Wüste und schauen, was passiert. Ein Kampf. Ich hör auf zu summen. Ist gut. Mach ich nur so gerne, weil die Musik so schön ist. Anders als in anderen Spielen. Die da wären zum Beispiel Mario Party Islands Tour. Die Musik ist da nicht so ganz so wunderbar. Ja, die ist auch gut, aber halt nur gut. Nervt doch noch ziemlich sehr. Die Musik in Pokémon Edition ist generell wunderhübsch. Habe ich aber schon oft genug gesagt. Ist Musik in meinen Ohren. Halt, warte, das ist Musik. Och nö, nicht diese Wasserfläche. Ich kann dich nicht leiden, verpiss dich. Verdienisier dich, Wasser-Pokémon. Feuer ist das Richtige. Wir brauchen Wasser-Pokémon. Ja, ich für mein Team. Ich brauche ein Wasser-Pokémon. Ich habe bis dato ein Feuer-Pokémon, ein Normal-Pokémon und ein Pflanzen-Pokémon. Ich brauche dringend ein Wasser-Pokémon. Ja, ganz, ganz dringend. Finde ich bestimmt hier eins in der Wüste. Gibt hier bestimmt viele Wasser-Pokémon. Und ich setze natürlich Nitro-Ladung auf. Und das Grill macht ein. Oh, das hat aber was gebracht. Überraschend. Das war sehr überraschend. Okay. Soll ich es mal mit Blut versuchen? Erstmal just for fun. Mal Blut einsetzen. Als ob das was bringt. Okay. Kleopatra, wie viele Pokémon hat der noch? Eines hat er noch, das ist das letzte. Versuch's mal mit Armstoß. Stoß dich in den Tod. Und das erfolgreich. Kleopatra wurde besiegt. Lutz erreicht Level 18. Verstehe. Deine Stärke basiert auf dem Vertrauen zwischen dir und deinem Pokémon. Aber sei unbesorgt, denn ich kann meine Zootronin auch noch mehr Kampfkraft entlocken. Telefon. Hallo. Hättet ihr zwei vielleicht eine Sekunde Zeit, um euch mit mir zu treffen? Gerne auch zwei, Professor Escher. Mit ihnen doch immer wieder gern. Gibt's irgendwas? Bell scheint meinen Anruf nicht bemerkt zu haben. Was treibt sie wohl schon wieder? Aber gut, dann muss ich halt später eben nochmal gesondert mit ihr Kontakt aufnehmen. Na schön, meine beiden Freunde. Ich erwarte euch am Tor von Rhino City. Okay, bei ihr war Schneegestürmer. Sieht es schon mal nicht in der Wüste. Also, wenn wir zum Tor nach Rhino City gelangen wollen, müssen wir Route 4 einfach immer weiter geradeaus folgen. Das machen wir. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin sollen.
Gibt es hier noch was zu entdecken? Nö, nur Wüste. Kahle Wüste. Nichts drin. Oha. Wer ist denn das? Ein Bauarbeiter. Ein Zwergi hat das alte Feuerheller gefunden. Ja, das könnte ich durchaus hier in dieser Wüste gebrauchen, weil ich vermute mal, dass hier viele Feuer-Pokémon auf uns stoßen werden. Ich brauche aber ein Wasser-Pokémon, also Feuer-Pokémon muss jetzt hier nicht unbedingt sein. Oh, ein Kampf. Der Spaß einer Weltreise besteht darin, mit allerlei Pokémon aus verschiedenen Gegenden Kämpfe auszutragen. Wüstenkampf. Ein Wüsterkampf in der Wüste. Mit einem Elektro-Pokémon. Elzera. Macht Sinn. Ein Elektro-Pokémon in der Wüste. Hat dann was anderes gedacht, aber egal. Versuch's mal mit Buddy Check. Könnte ja effektiv sein. Und wie? Was? Rückstoß? Och nö, daran hatte ich gar nicht gedacht. Naja, dann war's das halt. Supertank gefunden. Supertank in der Tasche verstaut. Ja, ich muss mir demnächst mal ein neues Teammitglied zulegen. Und sobald ich hier eins finde, werde ich das auch machen. Holla, sofort in den Kampf reingerast. Drrr, der Bau ist zwar im Vollgang, aber für einen Kampf habe ich immer Zeit. Eine Herausforderung von Arbeiter Scott. Bin nicht hoch, Scotty. Na gut, dann halt nicht. Dann mach ich halt weiter Pokémon Weiße Edition. Let's play. Für meine Zuschauer. Zack, Rankenhieb. Das war nur gering effektiv. Na. Und darauf habe ich gewartet, auf den Schaden durch den Sandsturm. Und das passiert hier in der Wüste regelmäßig. So. Sandsturm, Schaden. So, nicht nochmal Rankenhieb. Das sah sehr effektiv aus. Na, nur gering, aber es hat was abgezogen. Damit könnte ich weiterkämpfen. Na, noch einmal, dann haben wir's. So, halt aus. Lutz. Nein, Lutz, was machst du denn da? Und was machst du? Und wehrt die Attacke ab. Na toll. Quasi tot, würde ich sagen. Lutz wurde besiegt. Sehr schön. Dann versuch's mal mit Max. Vielleicht hat der viel mehr Glück. Als Lutz. Was? Zwei Pokémon hat der. Oh wei. Koko wei. Dieses Handsturm fügt Schaden zu. Ein Praktibike. Habe ich das hier schon mal gesehen? Ich glaube ja. Das habe ich schon mal irgendwo im ewigen Wald habe ich das mal gesehen. Und das Praktibike, wenn ich mich nicht alles irrt. Wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich das schon mal gesehen. Mindestens, als ich das Spiel mal 2011 durchgespielt habe. Mindestens da habe ich das schon mal gesehen. So, das schaffst du, Max. Oder der Sandsturm. Dann schafft der Sandsturm es halt. Von mir aus auch das. Ich krieg die Erfahrungspunkte. Nicht der Sandsturm. Soll mir recht sein. Ich mache mich auf den Schauflauf. In den Schaub. Textanzeigen sind auch wieder viel zu schnell verschwunden. Nie Zeit, die durchzulesen. Oh, ein Flampion. Das Ding soll ja richtig stark werden, wenn es sich entwickelt. Hat das überhaupt eine Entwicklung? Jedenfalls hat das mega gute
Feuerattacken später. Aber ich brauche ein Wasser-Pokémon. Tut mir leid, ich nehme dich nicht mit in mein Team. Sorry, ich hätte dich da gerne mit drin im Team, aber leider erstmal nicht. Vielleicht später. Später vielleicht, Champion. Mach's mir doch nicht so schwer. Ich will dich doch auch haben. Aber geht nicht. Ich brauche ein Wasser-Pokémon, was dann Surfer einsetzen kann und mein Team ausgleicht. Verstehst du? So, jetzt geht's ja weiter auf der Route. Ja, wollte gerade sagen, hui, hab ihn umgangen, aber nope, habe ich nicht. Und so traf der reisende Backpacker auf seinen reisenden Trainer. Er hat nur ein Pokémon, ein Dusselgur. Das kriegen wir hin. Los, Max. Spann dich an. Ein Sandsturm kommt auf. Kommt vor, dass ein Sandsturm aufkommt. So viele Flachwitze in diesem Part. Viele Wortwitze. Nein. Nicht dein Ernst. Mist. So, sind wir den ganzen Weg von Stratos City hier nochmal hergekommen. Versuchen wir es nochmal im Kampf. Diesmal ist mein Team wieder geheilt. Und dürfte klappen. Gegen das eine. Was war's? Ein Dusselgur. Ja, kein Problem. Mit Ben kriegen wir das hin. So, ordentlich meine Feuertappe auspacken, dann war es da schon. Nitro-Ladung einmal einsetzen und dann ist das Dusselgur nur noch ein Dussel. Und kein Gur mehr. Ich sollte wirklich mit den Wortwitzen aufhören. Die sind nicht lustig. Irgendwie nicht. So, dürfen wir gleich schon da sein. Ja, hier ist schon das Tor. Oha. Wieder ein Dialog. Huhu, Zwergi. Komm doch mal bitte hier rüber. Als mich Camilla neulich über Elektro-Pokémon ausgefragt hat, musste ich an euch denken. Deswegen bin ich auch hier. Ich habe da nämlich etwas für euch im Petto. Und da werdet ihr Augen machen. Hier, Sharon, das ist für dich. Und du bekommst natürlich auch etwas, Zwergi. Zwergi erhält Hyperball. Hyperball. Und sagt über Hyperball dazu. Wenn ihr auf ein Pokémon trefft, das ihr gern an eurer Seite hättet, dann setzt auf jeden Fall einen guten Ball ein. Der darf euch dafür nicht zu schade sein. Man weiß nie, ob man genau so einem Pokémon später noch einmal begegnet. Doch, das weiß man. Man begegnet Pokémon immer mehrere Male. Legendären Pokémon zwar nicht, aber auch den manchmal, wenn sie Wander-Pokémon sind. Na gut. Ich sag mal lieber nichts. Wer dem Professor nicht sagen, dass er Unrecht hat. Es mag jetzt vielleicht ein wenig komisch klingen, wenn das von mir kommt. Immerhin war ich es ja, die euch aufgetragen hat, Pokédex zu vervollständigen. Aber ich möchte auch gerne, dass ihr Spaß auf eurer Reise habt. Hört ihr? Hoppla. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass ihr euch nicht mehr irgendein Pokédex kümmern sollt. Das sollte klar sein, oder? Also, ich muss jetzt zu Bell. Bevor wir unsere große Reise angetreten haben, hat Professor Escher uns ja die Pokémon und den Pokédex angegeben. Genau, angegeben. Nicht richtig, Zwergi. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie deine und Bells Mutter Professor Escher genau darum gebeten haben, damit wir etwas von der Welt sehen. Also Zwei, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich hab's. Vielleicht freut sich Professor Escher ja, wenn wir versuchen, auf Route 4 die Pokémon zu fangen.
die uns bisher entgegengegangen sind. Nö, nö, ich gehe nicht nochmal auf Route 4 zurück. Nein, kannst du vergessen, kannst du knicken. Ich gehe jetzt weiter in die Stadt. Ein Blick auf die Leuchtschriftanzeigetafel und man weiß über Rhino City Bescheid. Okay, werfen wir mal einen Blick darauf. Aha, okay, Talentsucher. Oh, hier gibt es ein Stadion, cool. Können wir mal erkunden. Machen wir auch, aber ich glaube erst im nächsten Part. Ich muss mal kurz nachgucken, wie lang der Part ist. Kann ich mal gucken, ob wir uns noch trauen in die Stadt. Jo, ich glaube, ja, wir können noch ein bisschen. Ein paar Minütchen können wir auch reinmachen. So, da gibt es noch ein Dialogchen. Gestehe, alter Mann. Wir wissen, dass du deine Pokémon-Pension betreibst. Dachtest du etwa, das würde Team Plasma entstehen? Wir nehmen den Menschen ihr Pokémon weg. Und in deiner Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Die gibst du uns jetzt alle. Das haben sie nie gemacht. Soweit ich mich erinnern kann, weder Team Plasma noch Team Flair noch Team Skull. Die haben alle nur angedroht, Pokémon wegzunehmen, aber doch, Plasma hat schon hier der Bell einen Pokémon abgenommen. Und mir hat noch niemand einen Pokémon abgenommen. Seltsam. Ja. Das ist doch verrückt! Du siehst wie ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Wenn du dich uns in den Weg stellst, nehmen wir deine Pokémon ab. Machen sie nicht, wie gesagt. Die drohen immer damit, aber mir hat noch nie ein böses Team irgendein Pokémon abgenommen. Seltsam eigentlich. Und warum eigentlich nicht? Wäre doch spannend, sein Pokémon wieder zurückholen zu müssen. Ist auf jeden Fall eine epische Geschichte. Würde sich anbieten. Nicht Game Freak? Könnte man mal einbauen. Die nächste Pokémon-Edition. Nicht. Wenn man einfach eins seiner Pokémon-Partner verliert, man hat ja 6 im Team. Schadet nicht, wenn eines fehlt. Und man mit den anderen 5 das 6. dann zuholen muss. Ist ja nur eine Idee. Könnte man ja mal machen. Nur so mal als kleine spannende Sache. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mir äußerst Spaß machen. Aber ist eure Sache. Euer Link. Macht was ihr wollt. Bis. Okay. Erlern halt mal bis. Den Kratzer, ja. 1, 2 und schwupp. Kratzer vergessen und bis erlernt. Und weiterkämpfen. Unratitox, ja, das passt zu Team Plasma. Die sind auch alle so ein Unratitox. Die gehören da rein in das Unratitox. Team Plasma wird besiegt. Plasma! Team Plasma. Achso, ich sag das nicht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das gibt's doch nicht. Fürs Erste. Nichts wie weg hier. Schnell zum Vergnügungspark. Schön, dass du mir sagst, wo ihr hingeht. Und da kann ich euch schön folgen. Vielen lieben Dank. Hier, als kleines Dankeschön, nimm es nur. Mit dem brandneuen Fahrrad wollte ich eigentlich die Stadt besichtigen, aber dazu kam es leider nicht. Nice, ich habe ein Fahrrad. Ich verstaube das Item Fahrrad in der Basis-Items-Tasche.
Ich betreibe auf Route 3 eine Pokémon-Pension. Falls du es mal... Falls du mal dazu kommst, dorthin zu gehen, also falls du einmal Hilfe beim Training eines Pokémon brauchst, komm zu mir. Toll, da wollte ich mir noch nur Rhino City ansehen und dann sowas. So ein Mist. Hey, Zwergi. Ah, das ist ja Bill. Professor Escher meinte, in Rhino City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Der Vergnügungspark, das Sportstudio, das Sportstadion, die Sporthalle und die Kampfmetro. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Musical ansehen. Also bis später. Ja, und mit dem Fahrrad. So. Und auf dem Fahrrad geht es im nächsten Part weiter durch Rhino City, die wahrscheinlich die Hauptstadt ist, wenn mich nicht alles irrt. Kann das sein, dass Rhino City die Hauptstadt ist? Ich rase mal schnell ins Pokémon Center, weil mein Pokémon-Team muss geheilt werden. Und dann sage ich schon mal, gebt diesem Video einen Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Gebt diesem Video einen Däumchen nach unten, sollte es euch nicht gefallen haben. Kann natürlich sein, kommt vor. Ist dann auch so. Tut mir herzlich leid dafür. Denn aber soll mir auch recht sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit den Zwergen fast verpassen wollt. Ja. Findet ihr gleich in der wie heißt das Ding? Endcard noch ein wunderschönes weiteres Video verlinkt. Das könnt ihr euch gerne noch an reinziehen. Spannend. Lohnt sich bestimmt, was ich da verlinkt habe. Bestimmt auch ganz sehenswert. Also ansonsten habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und ja, haut rinne.